Hallo und willkommen bei Lone Star. Das Replay ist von dem BDR-1, dem französischen Heavy Tank der Stufe 4. Und ich mache hier meinen Weg erst einmal mitten ins Dorf hinein, weil ich festgestellt habe, dass irgendwie der Eingang bei F4 zum Berg hoch so nicht so mein Ding ist. Man sieht schon die Wahnsinnsgeschwindigkeit von diesem Panzer. Ich muss sagen, er gehört nicht gerade zu meinen Lieblingspanzern. Schnell noch diesen Pfosten mitnehmen und dann schauen, dass wir vorne an die Front kommen. Vorne hat sich ein Panzer 3 ziemlich weit vorgewagt. Ich schätze, das sieht schlecht für ihn aus. Hier in dieser Ecke warte ich gerne mal, ob irgendjemand vorbeikommt, wobei man da immer gefährdet ist, oben vom Berg beschossen zu werden. Tja, und das war mein Freund. Schnell ein Schuss in den Alektro. Oh, der ging leider daneben. Und ein Critical. Na, kommt der auch da hinten irgendwann mal vor? Links hat sich auch mein Hetzer verabschiedet. Ein DW2 kommt des Weges. Und keine Schaden. Oh, oben in den Turm reingetroffen. 53 Schaden. Super. Das war ein schöner Schuss. Aber er hat anscheinend ein Repair dabei. In Stufe 4 benutze ich sowas nicht. Jetzt kommt einer von links, einer von rechts. Lieber erstmal den Kleinen entsorgen. Als wenn man gegen eine Mauer fährt. Schön, dass er mich so in die Seite hat schießen lassen. Wir führen 8 zu 5, aber hier oben habe ich erst einmal keine Freunde. Da waren es nur noch 8 zu 6. Tja, da war doch irgendwo der T-40. Warten wir erstmal vielleicht auf Verstärkung. Kommt da noch jemand? Der Grant vielleicht? Sieht nicht so aus, als ob einer kommen würde. Schauen wir mal, ob wir einen finden. Und er kommt bei uns durch, aber ich nicht bei ihm. Jetzt ist noch die Kette ab. Wie war das mit dem? Ich habe kein Repair Kit dabei. Ah, gerade noch. Erstmal die Kette wieder hochziehen. We fixed the track. Get going.
Tja, und jetzt muss ich vorsichtig schauen, ob ich irgendjemanden entdecken kann. Die Route mitten durch den Ort erscheint mir etwas freundlicher als am Rand, damit man etwas mehr Deckung hat. Außerdem ist dann noch der Grant da und der mir ja hoffentlich beistehen wird, falls ein Feind auftaucht. Also meine Idee war eigentlich, der fährt jetzt mit mir zusammen vor. Aber er hatte andere Pläne. Mal um Hilfe schreien, vielleicht kommt er ja doch mit. Aber nee, wir sind hier in World of Tanks, da hilft doch keiner. Na, da müssen doch irgendwo welche sein. Da oben an der Kante stehen immer welche. Und da haben wir schon einen Kunden. So viel Gesundheit habe ich nicht mehr. Ich kann es mir eigentlich nicht groß leisten lassen, mich zusammenschießen zu lassen. Da war gerade ein T28, wo ist der hin verschwunden? Ja, ich kann ihn spotten. Jetzt ist noch eine Artillerie unterwegs. In welchem Busch hat sie sich verkrochen? Ah, da hinten in der Ecke. Und er hat daneben geschossen. Den letzten verlasse ich mich nicht drauf, dass ich denn der Zeit nachladen kann. Und damit ist der letzte Panzer erledigt. Wir schauen uns mal das Endergebnis an. Die Runde war jetzt nicht so beeindruckend, aber es hat immerhin für eine Mastery Badge erste Klasse gereicht und für Patrol Duty. Ich habe also mindestens 6 Fahrzeuge gespottet, die mein Team dann beschädigt hat. Und das als Heavy Tank. Da fragt sich, wo waren alle anderen? Damit setzen wir uns auf Platz 1 mit 854 Punkten, gefolgt von unserem zweiten Grant, der hinten geblieben ist, mit 621 Punkten. Mit 23 Treffern konnte ich 608 Schaden verursachen und mein Team konnte mit meinem Spotting 1095 Schaden anrichten. Ich fand die Runde also ganz unterhaltsam, vor allen Dingen, dass ich eine Patrol Duty bekommen habe in einem Heavy Tank. Und ich hoffe, es hat euch auch unterhalten und bis zum nächsten Mal.